Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angies Wollplauderein. Ich sag's euch, ich bin angefressen. Ich bin so angefressen. Ich habe gerade Mittag gegessen. Es war einfach zu viel. Ja, heute habe ich eindeutig so einen Fresstag, ne? Also, ich esse ja sonst. Ja, gut, jetzt schaue ich nicht so aus, aber ich esse ja sonst nicht viel. Also, wirklich nicht. Na, wirklich nicht. Manchmal esse ich auch gar nichts, ne? Gibt's auch. Aber sonst so normale Portionen halt oder sogar kleinere. Oder ich lasse eine Mahlzeit aus. Ich lasse ganz oft eine Mahlzeit aus. Nutzt nur nichts, ne? Und dann gibt es wieder so Tage. So wie heute, da könnte ich pausenlos irgendwas in mich hineinschaufeln und kaum bin ich fertig, könnte ich schon wieder was in mich hineinschaufeln. Ja, jetzt hatte ich gerade mein Mittagessen, also bin ich angefressen. Angefressen, weil angefressen eigentlich und angefressen, weil da ging halt noch was, ne? Ja, das zum Beispiel, ne? Also ist ja dann auch alles durcheinander. Alles. Also, ne? Da gibt es keine Regeln, kein Halten, kein gar nichts. Na, der ging ja da noch, ne? So ein, der. Ui, rutscht da mal gleich runter. Habe ich heute frisch gekauft, ne? Beim Einkaufen gehen merkt man, was für Zeit gerade ist, ne? Waren gerade noch die Nikolaus, dicht gefolgt von die Glücksfisch und jetzt haben sie uns die Faschingskrapfen nach. Ja. Und dann gibt es jedes Jahr, in der Zeitung gibt es das, ja? In der Zeitung schreiben sie dann, wo gibt es den besten Krapfen in ganz Winterthanz testen und dann Berichte schreiben. Ja, bitte. Jedes Jahr dasselbe Theater. Es ist völlig wurscht. Es ist völlig wurscht. Ja? Der beste Krapfen ist, ihr nehmt den, kauft ihn. Egal wo ihr den gekauft habt, steckt den in einen Jausensackel, macht es zu und friert es ein. Und wenn ihr es eilig habt, dann müsst ihr halt warten, bis er gefroren ist. Und wenn ihr ein Glück habt, passiert das noch am selben Tag. Und wenn ihr es nicht so eilig habt, dann nehmt ihr ihn halt am nächsten Tag oder in 2 Wochen. Außer? Außer aus dem Plastiksackel, aufhör von Döller. Einen in die Mikrowelle. Und dort tut es ihm dann auftauen und gleichzeitig auch aufwärmen und dann ist er richtig. Völlig wurscht, wo ihr den gekauft habt. Aber dann schmeckt er erst so richtig, ne? Kleiner Geheimtipp. Passt jetzt überhaupt nicht zu unserer veganen Ernährung im Jänner, ne? Weiß ich schon, ist mir klar. Ich bin ja auch nicht vegan, ich habe ja auch die Kuhmilch im Kaffee. Was wir da umtauchen haben jetzt. Jetzt haben wir es durch, glaube ich. Alle diese Milchersatzprodukte. Und jetzt haben wir uns eingependelt auf die Magermilch. Auf die Mandelmilch. Die hat uns noch am besten zugesagt. Und dann habe ich herausgefunden, dass man so eine Mandelmilch auch ganz einfach selber machen kann. Ja? Lohnt sich nur nicht. Na, also. Kann ich gleich davon abraten, also bringt nichts. Dann nimmt man 100 Gramm Mandeln auf 1 Liter Wasser und das tut man halt einmal so stehen lassen, einwecken die Mandeln. Länger, stundenlang einwecken lassen. Und jetzt finde ich so 100 Gramm Mandeln sind auch nicht billig. Also der Liter Mandelmilch, der dann da rauskommt, ist jetzt nicht wirklich billiger gewesen als der gekaufte Liter Mandelmilch, nur dass ich halt beim gekauften Produkt nicht den Dreck habe, den man dann mit der Mandelmilch noch hat, mit der selber gemachten, weil wenn es dann stundenlang so im Wasser gelegen sind, die Mandeln, dann tut man das pürieren und ich weiß ja nicht, warum nimmt man nicht gleich zerriebene Mandeln? Ah doch, braucht man es nicht pürieren.
Hätte man sich wenigstens das da sparen. Vielleicht probiere ich das noch aus. Und dann sind da natürlich diese Bröckeln drin. Und dann steht man so das ganze Zeug jetzt durch so ein Sieb, ne? Jetzt habe ich nicht so ein feines Sieb, weil ich habe so ein Sieb, wo man Nudeln abseiht. Und für die Nudeln sind die Löcher, ist wurscht, ne? Aber für dieses Mandel zeigst du, die waren durch die Löcher gleich mit weg. Wieder, das bringt ja nichts. Aber ich habe da so ein vorsintflutliches Gerät. Na, wer kennt das? Das ist, bei uns nennt man das Flotte Lotte. Und da tut man oben den Quagel rein und dann tut man das drehen. Unten hat man Schüssel natürlich, tut man das drehen und das ist da, ich zeig's euch nicht. Nein, ich kann euch das nicht zeigen. Das kann ich euch nicht zeigen. Das geht einfach nicht. Da fragt es mich, ob ich einen Vogel habe. Naja, aber erzähle euch gleich was dazu. Und dann tut man da drehen, ne, und da ist so eine Scheibe drin und ein Sieb, das zeige ich auch nicht. Stellt es euch einfach vor. Und da quetscht man das halt dann, ne, aus. Benutzen wir das Ding einmal im Jahr normalerweise. Genau nur einmal im Jahr. Nämlich dann, wenn ich die Tomatensoße mache zu den gefüllten Paprika, die ich auch nur einmal im Jahr mache. Logischerweise. Und da quetsche ich dann die zuerst geschälten und dann ein bisschen kochten, damit es weich sind. Da quetsche ich dann die Tomaten durch, ne, für die Tomatensoße und damit die Kerne weg sind und so. Weil das bleibt alles da drin, Kern, ne? Und dann hast du nur den Tomatengatsch. Ohne Zeugs. Ja, also kriegt so einen Pürierstab nicht hin, kannst vergessen. Ne? Aber jetzt ist das so ein vorsintflutliches, schon sehr altes Ding. Ich glaube, das ist vielleicht sogar schon älter als ich. Ist gut möglich, es ist älter als ich. Habe ich von meiner Mama in die Hand gedrückt bekommen, weil sie ist die gefüllten Paprika mit der Tomatensauce. Ich mag es nicht, ne? Ich mag es nicht. Ich mache es einmal im Jahr zu ihrem Geburtstag, tue mir das an. Und sie würde es selber gemacht haben und nicht das fertige Zeugs, ne? Und auch nicht ein halbfertiges Zeugs. Und dann quetsche ich eben das da. Ja, und damit ich es machen kann, hat es mir das gegeben, irgendwann einmal. Das uralte Ding. Ja. Ist das? Ich glaube, das ist sogar so ein. Na, das ist keine Tupperware, oder? Na, das ist irgendwas anderes. Aber. Ich glaube, das gibt es jetzt von der Tupperware, aber jetzt erst. Ich will ja kein Nix. Ich will kein Nix, weil nur in diesem Ding hier entsteht dieser spezielle Geschmack der Tomatensauce, was hauptsächlich an dem Innenleben da jetzt liegt, was ich euch nicht zeige. Aber es ist alles gut, es ist noch keiner gestorben nachher, das ist halt aus Metall, ne? Das ist Plastik und das, was da drin ist, alles aus Metall. Und über die Jahre hat das halt, ja, also es, ja, für den Geschmack, sage ich jetzt mal, ne? Im Jahr kannst du es, ja. Also da habe ich die Mandelmilch auch durchgequetscht. Und jetzt das Mandel zeigst du, ja, das ist so ein Dreck. Nachher, also so viel Dreck, na, also es, ne, das kaufe ich lieber, pfeife ich drauf. Da pfeife ich drauf, wirklich. Das, ne. Das ist für mich dann auch keine Ersparnis, ne? Nein. So viel dazu, ne? Nur, dass ihr nicht glaubt, ja, oh, super, Mandelmilch machen wir selber, ist billiger. Kann schon sein. Ein bisschen, 50 Cent billiger. Habt 50 Cent gespart, aber Küche fragt es nicht, ne? Und jetzt weiß ich ja nicht, also wenn man nicht das Gerätschaft dazu hat, muss man das ja auch erst. Bringt es nicht, ne? So. Weiter im Text. Ich habe euch ja gesagt, ihr sollt fleißig kommentieren, das tut ihr ja. Und ich werde am Ende des Jahres dann das auswerten. So, länger. Oder so. Aber ich habe jetzt einen Kommentar bekommen und den muss ich gleich kommentieren, weil mit dem kann ich nicht warten bis zum Ende des Jahres. Das geht einfach nicht. Und den Kommentar, jetzt weiß ich auch nicht, ob diejenige Person meine normalen, diese hier Videos da ansieht oder nur die Anleitungen. Ist mir aber wurscht jetzt gerade. Ja.
was soll ich da sagen? Oder wie soll ich das sagen? Ne? Das ist der Kommentar ist unter dem Video, das da heißen tut von mir. Wie, jetzt muss ich das langsam machen, ne? Wie ich meinen RVO stricke. Ja, soll ich es nochmal sagen? Also wie ich meinen RVO, das Pullover-Dings da von oben oben, stricke. Stricke mit Stricknadeln, stricken. Weil der Kommentar, und den lese ich euch im Original vor, nicht, dass ich mich da vertue oder was auslasse, im Original lautet dieser Kommentar, schon großartig manchmal, es ist echt, könnt ihr mal auch für große Größen häkeln? Fragezeichen. So, ja, den muss ich gleich beantworten. Ne? Erst einmal danke für den Pluralis Majestatis, für das Ihr. Ja. Könnt ihr mal auch für große Größen häkeln? So. Das Video heißt, wie ich meinen RVO stricke. Also, Punkt 1 ist einmal das gestrickt, weil ich stricke, ich häkle in Ausnahmefällen seltenst mit Widerwillen. Ich häkle garantiert keinen RVO. So, und so ein RVO, ja, ich hoffe wirklich, du schaust zu, ne? So ein RVO ist von oben runter, also wenn du das Video auch nur ansatzweise gesehen hast, dann hast du vielleicht mitgekriegt, dass das der Sinn von so einem RVO ist, dass der für jede Größe anpassbar ist, ne? Außer du hast es früher auf mit die zunommen, ne? Also wenn du das nicht verstanden hast, also wenn du da schon deine Ärmel still legst, wird es dann nicht passen, dann wirst du eine größere Größe brauchen. Wie auch immer. Also ich stricke mir sicher keine große Größe, weil ich bin nicht groß. Ich habe aber auch, also Kleidergröße 40, wenn dich das beruhigt, so klar ist es jetzt auch wieder nicht, das Teil, ne? Aber ich bin nicht so besonders groß, also was soll ich jetzt mit einem großen Pullover machen, bitte? Ne? Also die habe ich mir selber gekauft. Das Video habe ich gemacht, just for fun, für euch da, so halt, ne? Ich brauche es ja nicht, ich weiß ja, wie es geht. Und ich bin auch kein Designer, ne? Ich habe auch keine Models, für die ich stricke oder so, ich stricke für mich. Und ich bin nicht groß. Ich stricke das. Und ich bin alleine, ich bin nicht ihr, könnt ihr mal, weiß ich nicht, ja, vielleicht hat sich das Büdel irgendwo gespiegelt. Ich weiß nicht. Eva, immer her. Was lustig, ne? Also ich sitze dann davor, ich kriege den Kommentar und dann lese ich den und denke mir, original, hä? Und dann lese ich den noch einmal und dann denke ich mir wieder, wo ist's? Meint ihr mich? Meint ihr mein Video? Um was geht's da? Also, ne? Bei manchen. Ja, wie gesagt, also das wollte ich gleich mit euch besprechen und euch dieses Highlight gleich mal weitergeben. Gleich wieder zu meiner Empfehlung, werdet nicht YouTuber, braucht euch sowas nicht antun. Ja, apropos werdet nicht YouTuber, ihr hört es halt nicht auf mich, ne? Manche hören einfach nicht. Gibt einen neuen Kanal von der Rebecca, die hat schon 2 Folgen heraus und der heißt Wollmaus. Sie sagt zwar, es ist namenlos, aber der Kanal selber hat einen Namen, und zwar Wollmaus. 2 Wörter. Wollmaus. Und ihre Videos nennt sie Namenlos 1 und Namenlos 2 bis jetzt. Vielleicht fällt ihr ja noch was ein, ne? Ja, aber die Rebecca, die ist noch sehr jung, die ist erst 17, glaube ich. Und sie strickt und häkelt und spinnt und jetzt hat sie auch seit kurzem ein Spinnrad. Sie hat es uns zwar nicht gezeigt, ne?
Hat sie sich dann auch gleich können anhören in die Kommentare. Na, zeig's doch, na, zeig's doch. Ja, also zeig's doch. Ich hab's ja gesagt, werd's nicht YouTuber. Kannst nichts machen, ne? So, wollt ihr was Gestricktes auch sehen heute noch? Oder nur den Kropfen und so? Ne? Oh Wunder, oh Wunder, oh, was für ein Wunder, es ist fertig. Ja, und ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Aber manchmal, da brauchst du echt eine Geduld, nicht nur auf YouTube, ne? Auch woanders. Social Media Zeugs, da brauchst du auch Geduld. Also ich hatte jetzt, da sind ja Perlen drin mit. Also in dem Strang, in dem Bobbel von Wulpedia sind die Perlen in regelmäßigen Abständen schon mit eingeknüpft. Muss man nicht selber machen. Und ich hatte kein Problem damit, dass die alle vorn sind. Jetzt gibt es Leute, die hätten es aber gern vorn und hint. Was wurscht ist, weil egal auf welcher Seite du gerade strickst, es ist wie vorn. Aber gut, das in dem Fall ging mich die Frage ja Gott sei Dank nichts an, aber da brauchst du auch Geduld, ne? Auf jeden Fall, das ist fertig. Die Anleitung heißt Liblatus, ups, hoppala. Da hat der Perle jetzt Übergewicht gehabt, ne? Das ist mir gleich alle gerissen da. Es ist groß, ne? Also es ist, ui, da sind noch die Zipfeln. Ich weiß nicht, wie das jetzt farblich da mit dem grünen Regal und so, dem Neonlicht, ne? Naja, geht so, ne? Heute habe ich extra frisch gewaschen noch. Ich hasse frisch gewaschene Haare. Also ich hasse frisch gewaschene Haare. Ich finde, die sind erst am nächsten Tag dann so richtig, ne? Habe ich jetzt auch noch so ein bisschen so eine Chemie geklatscht, dass sie nicht so blöd sind, dann trotzdem blöd. Ja, jetzt haben sie auch schon jetzt haben sie eine blöde Länge. Ja, eine richtig blöde Länge so. Nichts anfangen damit gerade. Naja. Macht man da jammern, ne? Kann man sie auch sparen. So, kriege ich wieder einen Kommentar. Ich soll nicht so viel jammern. Habe ich auch schon gehabt. Ich soll nicht so viel jammern. Liblatus ist fertig. Ja, war ja nur noch zum Abketten. Ne? Ansonsten habt ihr es ja eh schon gesehen gehabt. Und das ist aus der Modalwolle fünffach. Das waren 500 Meter und die sind fast weg. Nicht viel übrig gelassen von den Dings. Und das Ganze gibt es bei Wulpedia, wenn es wer bestellen will. So, muss ich noch meinen Zettel spicken. Zettel spicken. Ah ja, genau, ich habe ja noch was fertig. Das habe ich aber versteckt. Da schaut da so viel. Seht ihr da irgendwas? Was seht ihr? Ah, das Zipfel da sich. Naja, gut. Das verrat eigentlich nichts, das kann man lassen. Also noch so ein Frisurzerstörer gleich. Hinten noch, ne? Der 2016 Holiday Hat, glaube ich, heißt das Ding, ne? Ist eigentlich nur ein Klärtrechtshaberl. Und das da oben habe ich auch anders gemacht. Die wären wir sonst, die wären wir länger. Ach, ich wollte es nicht so lang. Braucht man nicht so lang, ne? Also da ist eh noch Platz auch und sitzt und passt und. Heute bin ich nicht glücklich mit dem Licht da. Sag's euch, wie es ist. Was ist denn das heute? Das ist alles so grell heute. Da ist. Ja, weiß ich nicht. Nichts anders als sonst. Ja, vielleicht nutzt der böse Blick in die Kamera. Was für die Kamera? Jetzt nicht für euch. Der war jetzt nicht für euch. Der böse Blick, der war für die Kamera. Vielleicht muss ich mal mit ihr reden. Ernst. Ne? Das hole ich gerade. So. Das Haberl ist fertig. Ich mache kein Bommel dran. Nee, mach kein Bommel dran. So, schauen wir mal, ne? Jetzt. Alter. Oi, 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 oi. So. Schaut es halt nicht so genau hin, weil ich da wieder ein bisschen zurücksetzen. Ha? Am besten ins Regal eine. Hinterschüttel. Halt. Ja. Da. Hexi Puffs. Das da habe ich gemacht aus einem von diesen kleinen Mini-Dinger, aus diese Fluffis da von den Fibern, ne? Wo es nichts bestellen soll jetzt. Ja.
Da waren so, habe ich so Fasslings bestückt, das sind halt so kleine Dingas. Und da habe ich jetzt einen Hexepuff gemacht. Zack, weg. Und ich habe zu dem gesagt, zack, weg und nicht zu dir. Was ist da? Das gibt es ja nicht. Noch eins. Das habe ich gemacht aus der Wolle, mit der ich auch das Pocona-Tuch vom Steven West stricke gerade. Das ist noch nicht fertig. Keine Angst, ne? Es ist noch nicht fertig. Aber ich wollte unbedingt eine Hexepuff aus der Wolle. Also habe ich das von der anderen Seite, das geht ja bei den Keks, einfach und nicht Keks, Keks. Ja, habe ich das auch. Zwei Hexepuffs. Für die Ewigkeitssammlung. Da ist auch der Widu da hinten, seht ihr den? Da sitzt mein Widu. Der Widu, so den Namen auch gekriegt. Hallo Widu. Und jetzt muss ich euch leider was zeigen, da wird es mir wieder hassen dafür. Macht mir auch nichts. Also ich werde es nicht machen, ne? Ich zeige es euch nur. Ich habe es nämlich gefunden, weil ich habe da so einen Begriff eingegeben und dann habe ich das. Hat mir das Revelry das ausgespuckt. Und so könnte man es auch machen, die Hexipuffs. Ne? So ging es auch. Das heißt das so, das sind All Puffs. Das ist absichtlich. Das war eine Option, wenn dann diese Dinger da zu blöd sind, dass man halt All macht. Ne? Ich habe jetzt aber nicht so besonders Bock drauf, dass ich da so Augen mache. Das sind ja so ein Filz oder so ausgeschnitten und aufgepickt. Ja, vielleicht eine, aber 380, na, da kannst du ausschneiden, im Filz bist du narrisch. Obwohl, ich glaube, das sind sogar Perlen, so Knepf oder so, aber das Weiße ist so ein Filz oder so. Jetzt mal schauen, was das ist. Ja, ich weiß nicht. Ja, weißer Filz, da steht's. Weißer Filz und Sicherheitsaugen sind es. Man kann keinen ausschneiden, sowas. Nicht lustig. So, dann habe ich da was, das geht echt nix an. Und dann habe ich noch was, das mache ich vielleicht, wenn man irgendwann so im Laufe des Jahres dann noch fad wird. Könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, welchen Begriff ich eingegeben habe bei Revelry und warum, was da so rausgekommen ist? Oder, also muss ich das noch extra erwähnen, oder das ist die Lucy, ne? Lucy, oder die Eule von der Lucy, ne? Genau genommen jetzt schon. Ich finde die ja, die ist ja, ne? Na. Da allerdings könnte ich mir vorstellen, dass ich die Augen sehr wohl ausschneide und nicht häkel. Blödsinn. Ja, also, wenn wir im Bad ist, ne? Habe ich euch wieder was gezeigt, dass ihr was zu tun habt. Ja, und dann den Strick zeigst du weitermachen, so es weitergeht da. Sehr witz. So, da haben wir mal den Bobbel. Ne? Der Bobbel ist auch von Wulpedia, das ist auch modal. Das sind 1000 Meter in dreifach. Und aus dem Ding stricke ich den Aurinko. Und das haben die Leute wie verrückt gekauft, habe ich gesehen, weil jetzt gibt es das nicht mehr. Ausverkauft, das Ding. Ich weiß nicht warum. Ja, keine Ahnung, ne? Vielleicht finden sie es einfach schön. Ja, da stricke ich den Aurinko und da ist mir ein bisschen ein Missgeschick passiert. Das ist nicht weiter tragisch. Da sieht man es nicht. Das ist schon. Oh, sieht man es noch? Ich halte es jetzt so, dann sieht man es nicht. Jetzt ist der Finger drüber. So weit bin ich. Ne? Da war ich das letzte Mal, wann auch immer das war. Und da habe ich ein bisschen was, ne? Ein bisschen was halt. Da ist mir das Missgeschick passiert, weil da habe ich irgendwo, da habe ich einen Faden liegen lassen. Das passiert mir immer wieder bei diesen gefachten Garnen. Und dann habe ich das oben lassen, da so, und mit der Häkelnadel wieder. Und das sieht man, das ist halt dann auszart. Aber das gibt es ja alles wieder dann nachher, wenn es fertig ist, wenn man es gewaschen hat. Das weiß ich, weil ich kenne das ja schon von meinen anderen gefachten Garnenprojekten, die ich schon gestrickt habe, ne? Das wird nicht die einzige Stelle. Das fällt mir ja immer erst so 7, 8 Reihen später dann auf. Ne?
dass da eine Masche ist, die nur an einem Fädchen hängt. Und das kannst du nicht lassen, ne? Das reißt ja, das hält ja nicht, das geht ja nicht. Außerdem sieht man es. Man sieht ja, dass das da für die, also man sieht ja dann durchs ja wie ein Loch. Und irgendwann ist ein Loch. Das ist nicht lassen. So. Ja, stricke ich auf 3,5er Nadeln, falls das wen interessiert. Und wenn nicht, habe ich es euch. Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe, so in der Vorbereitung. Ne? Also da mal den Ton ausmachen, das habe ich vergessen. Das, ja. Ja, warum habe ich überhaupt ein Handy mit dem Keller? Weil man weiß ja nie, was einem passieren könnte. Ne? Weiß man ja nie. Aber es halt mit Sicherheitshalber. Sonst findet mich ja vielleicht wer nicht, wenn ich da, wenn da passiert mir was und dann findet mich keiner mehr. Nein. Weil eigentlich wollte ich euch was zeigen, deswegen habe ich es mit, aber das habe ich auch nicht hergekriegt. Ne? Jetzt muss ich das da schnell suchen. Warte mal. Das wollte ich euch schon so lang zeigen und fragen, ob sie das kennt. Kriege ich das da irgendwie, kennt ihr das irgendwie größer? Hallo? Ja. Das da, kennt ihr die? Kennt ihr diese Dinger da? Kennt ihr sowas? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das wollte ich euch schon vor Weihnachten einmal zeigen, aber immer vergessen. Da spielt ja auch schön, aber naja, man sieht es. Das sind Temari-Bälle. Wenn ihr mal googeln wollt, Temari. Habe ich jetzt eh keinen Blödsinn gesagt. Temari, ja, genau. So, und da die wieder umdrehen. Ja, das sind. Weg. Hallo. Ja, ist ja wurscht. Seht ihr es halt mit den Balken. Das sind so. In dem Fall, glaube ich, sind es Styroporkugeln drunter. Und die werden nicht einfach nur mit Wolle. Ne? Ich könnte euch das Bild auch einblenden, aber es will ich jetzt auch nicht. Das ist immer so viel Arbeit da. Die Stühle wiederfinden. Geh bitte. Ah, so ist es ja viel einfacher. Ne? Also da hat man so ein Kugel. Im Original nennt man was weiß. Und dort, aber man kann als Styroporkugel auch nehmen. Man muss sich nicht immer das Leben schwer machen. Man hat es ja schon erfunden, die Kugeln. Und die werden umwickelt. Mit, jetzt weiß ich es gar nicht, mit wo ich glaube, irgendwas ist völlig wurscht. Eigentlich. Oder mit Zwirn halt. Weil den Rest macht man mit Zwirn. Mit viel Zwirn. Dann tut man dann gewisse bestimmte Punkte, je nachdem, was das für ein Muster werden soll, Stecknadeln eine. Da braucht man allerdings ein spezielles Lineal. Das allein finde ich schon abschreckend. Immer diese, wenn man so spezielle Sachen braucht, geht da jetzt weit. Styroporkugel kriegst du überall, wo ich haben wir Zwirn, die hätten wir auch noch zusammenfinden irgendwo und Stecknadeln hätten wir auch noch. Und dann brauchst du aber so ein blödes Lineal. Damit es nämlich immer damit die Abstände gleich sind, ne? Damit es also genau zentriert immer, da steckst du die Stecknadeln an bestimmte Punkte und es ist immer in der Mitte zwischen zwei anderen und so ein Blödsinn. Wenn du kein Lineal hast, ist es ein Blödsinn. Sonst ist es eh leibend, ne? Wahrscheinlich. Und dann tut man das wickeln. Ja? Dann tut man den Zwirn wickeln in einer Farbe und dann nimmt man eine andere Farbe und dann tut man sich diese Mustern, die sind nur gewickelt, am Ende nimmt man die Stecknadeln wieder raus, ne? Weil die fragt es mich nicht. Schaut es euch auch im Google und auf YouTube gibt es auch Videos, wie dann ganz schwindlig davon. Ne? Also ganz, ganz. Mich hat man gleich loslegen, aber. Nein, ich habe ja so ein Lineal nicht, da fängt es schon mal an. Deswegen war es noch nicht. Aber jetzt habe ich es euch gezeigt. Ne? Jetzt. Ja, da kenne ich nämlich eine auf Facebook, die kenne ich nicht wirklich, aber auf Facebook und die macht sowas. Die hat sich das jetzt angefangen, auch vor Weihnachten. Ist schon geil sowas, wenn du das dann an Christbaum hängen kannst. Ne? Jetzt haben wir ja Zeit bis Dezember. Kennt man ja machen, ne? Kennt man ja. Fangen wir mal mit dem Lineal an. Ja, jetzt zeige ich noch das Dirchel da zu dem Hexipuff, ne? Der ist so. Das Pocona da vom Steven West. Ist auch noch nicht fertig, aber es schaut schon gut aus, ne? Es schaut schon gut aus. Ist was weitergegangen. So. Ja, heute tun wir aber dafür tun wir da ein bisschen die Farben zeigen, ne? Was man sonst nicht so getan hätte. Da sind wir ein bisschen komisch drauf, oder? Ist auch kalt. Das ist auch kalt. So, ne? Wo ist? Da ist. Da ist die Eule. Der Marker, da hängt der Eule dran. Oder was sonst? Bitte.
Echt jetzt. Und das ist das dazu gekommen, da. Also. Ja, so. Ja. Ist nicht viel, ne? Aber dann tut man in jeder Hinreihe 12 Maschen zu nehmen. Gell? Nicht viel, ne? 12. Und in der Rückreihe 2. Also es wächst. Dann kann man es auch nicht mehr gescheit zeigen. Das ist ein 120 cm Seil, ne? Könnt ihr euch jetzt vorstellen. Es ist eine Hängematte. In Wirklichkeit stricke ich da eine Hängematte für den Hund und nichts anderes. Ja, das hätte es gern. Also der Hund. Ja, so, ne? Das wird. Und es ist sehr kuschelig, ne? Also falls wer glaubt, dass so handgesponnen ist, vielleicht kratzig ist oder so, ne? Das nicht. Also das jedenfalls nicht. Das habe ich aber auch gemischt mit Merino. Ne? Das ist Shetland, das eine, das was da so Farben macht, ist Shetland. Und das habe ich ja verzwirnt mit reiner weißer Merino. Ja, da habe ich 600 Meter davon, glaube ich. So circa, das habe ich noch. Jetzt schwindet es schnell. Ne? Ich bin jetzt auch nicht besser, wenn da noch was überbleibt, weil dann machen wir da auch noch was draus. Das ist nämlich wirklich sehr. Jo. Flauschig, flauschig, ein Flauschig. So, das stricke ich auf Vierernadeln. Genau. Schwuppdiwupp. Dann habe ich ja was gewonnen. Und jetzt kam es, ne? Jetzt kann ich es euch zeigen. Habe ich ja mitgemacht bei dem Weihnachtssocken-Nitterlong von Wollmessi Sonja auf Facebook, die Gruppe dazu. Und Weihnachtssocken gestrickt und dann gab es ja so ein Voting und da habe ich die meisten gefällt mir gekriegt für das Büdel da mit den Socken und hatte folglich gewonnen. So. Und zu gewinnen gab es einerseits eine handgedrechselte Häkelnadel und andererseits eine Wollüberraschung. Und dann habe ich zu Sonja gesagt, geh Sonja, was, das brauche ich nicht. Also die Häkelnadel, ja, brauche ich jetzt auch nicht, weil ich nicht häkle, aber die ist so schön, die möchte ich gern haben. Und die Wolle brauche ich aber jetzt nicht, weil die das nur ein Jahr lang da im Regal liegt, das bringt ja nichts. Ne? Also den Haken gerne, aber die Wolle bitte an die Zweitplatzierte. Ja, und so war es dann auch. Es gab nur zwei Zweitplatzierte, weil Punkte Gleichstand, aber macht ja nichts. Die haben sich dann auch noch gefreut. So. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Shop wegen der Häkelnadel und wegen der Kress und so. Und das wissen, wo ich daheim bin, weil sonst geht es ja nicht. Ne? Ja, und das kam. Also das kam ja in so einem, das Paket war, da hält der Doppelkinn an oder was er quetscht mit der Rollkragenpullover da alles raus. Das fliegt er gleich am Flohmarkt erst. So ein Dreck. Kriegt man so gar nicht mit, ne? Also man setzt sich vor der Kamera und schaut hin und wieder aufs Display. Kam in so einer Schachtel. Kinder gleich, was ist denn da drin, was ist denn da drin? Sag ich, meins. Erstens einmal, meins. Zweitens einmal, braucht sich gar nicht irgendwie da groß aufregen, weil das habe ich gewonnen. Also ich habe kein Geld ausgegeben. Ah, da ist sicher wieder Wolle drin, haben sie dann gesagt. Ich habe gesagt, nein, da ist eben keine Wolle drin, ne? Ich habe ja gesehen am Absender, was es ist, habe aber auch mir gedacht, ui, ne? Weil es ist ja Häkelnadel, aber das Backel war halt wirklich so, sage ich. So die Kinder, das werdet ihr jetzt nicht glauben, was da drin ist, da kommt es ja auch nicht drauf, ne? Und dann mache ich das auf und dann war da irrsinnig viel so Papier drin, um den leeren Raum zu füllen. Und dann, jetzt mache ich es wieder zu, warte, jetzt mache ich es wieder zu. In dem Karton, in dem Gressern war der drinnen und dann habe ich das aufgemacht und dann war es auch nochmal eingewickelt. Die Häkelnadel, das ist es, ne? Das war drin in dem großen Backel. Kinder haben dann echt gesagt, das gibt es jetzt aber nicht, ne? Wie gesagt, das glaubt ihr mir nicht, was da jetzt, weiß ich nicht, was sie erwartet haben, ja? Jedenfalls das da, also so eine handgedrechselte aus Holzgriff, also der Griff ist aus Holz, Häkelnadel in Größe 3 habe ich mir die. Und warum in Größe 3? Ja? Weil ich ja an einem Tuch häkele.
mit einer Häkelnadel in Größe 3. Und ich habe mir gedacht, ja, das Tuch, das Bruinentuch, werde ich jetzt zum Februar-Ufo machen und mit der Häkelnadel fertig häkeln. Hoffentlich im Februar. Es wird hart. Es wird grausam und es wird hart und es wird brutal. Aber was muss, muss, ne? Was muss, muss. Nutzt ja nichts. Ja, die Häkelnadel ist übrigens von Zauberhölzer. Findet ihr auf Facebook und also im Netz unter zauberhölzer.de. Die haben auch handgefärbte Wolle, habe ich heute gesehen. Wie ich es ausgesucht habe, wie es hassen habe ich gesehen. Ja. Und dann habe ich mir noch was gekauft. Noch was gekauft ist gut, die haben mir noch nichts gekauft. Die haben mir was gekauft. Ich habe es ja gesehen bei der Steffi, ne? Nadelklapper und mehr. Die hat jetzt so ein kleines, süßes Modellspinnradl fürs Regal. Und haben wir gedacht, sowas fällt mir natürlich auch noch. Ne? Wenn man es genau nimmt, sowas fällt mir noch. Und dann, manchmal hört einen das Universum. Schaue ich so, ne, im Internet, Dings, also ich kriege immer so Benachrichtigungen, wenn man den Suchagenten, ne, es ist ja jetzt nicht die Hexerei, bitte. Da ist ja keine Magie dahinter, ne. Da kann man ja so einen Begriff eingeben und dann sagen, benachrichtigen, bitte wen. Ist passiert, also ich wurde benachrichtigt und da war es. Und in Wien. Also habe ich dort hingeschrieben und gesagt, ich will es haben. Wann kann ich es haben, wo kann ich es haben, wie damals. Und am nächsten Tag habe ich es geholt. Und jetzt habe ich eins. So. Und da ist es. Klein, fein, mein fürs Regal. Und das tät sich auch, also es bewegt sich. Das ist, ne, der Dings ist, der Faden ist ein bisschen labrig. Aber da kann ich auch noch was dazu tun. Ne? Der Faden ist ein bisschen labrig, aber das lässt sich da bewegen, der Tritt. Und dann tät sich auch das Radl dran und so weiter. Ja, wenn man den, es ist ja egal, es ist fürs Regal, das muss ja nicht. Das muss ich nicht dran. Ne? So, nur für welches Regal ist die Frage? Na, ich stöße jetzt einmal da ab. Geht sich das aus? Ja, gerade einmal. Dann ist da ein bisschen Luft. Weil, puh. Hey, Tobi, wie viel da? Ist ein Wahnsinn. So gesehen. So. Genau, also das, na, wenigstens war schnell erledigt. Das Thema habe ich euch auch gezeigt. Hab ich gesagt, das kommt ins Wohnzimmer. Das bringt auch da nichts. Das seht ihr ja nicht. Hat ja keinen Sinn. So, bevor ich jetzt mit dem Gestricke da weitermache, das wird eh noch anstrengend genug, richtig, dann mal ein bisschen was Gesponnenes machen, ne? Die sagen doch, aber ein bisschen was Gesponnenes auf der Lesigkeit. Ja, sind so alle aufgefadelt da. Hm? Nicht alle. Nicht alle, weil ich ne. Spinnwahn hat mich befallen, also ich weiß nicht, ob es das als Krankheit gibt, so offiziell, aber ich hab's. So, das ist ein Zweiteiler. Das hattet ihr schon gesehen. Das ist der Quickie, den ich gesponnen gehabt habe. Da ist mir dann allerdings beim Abwickeln der Faden gerissen. Das ist auch noch nicht verzwirnt, das ist nur gesponnen und einmal so gewickelt, damit ich wieder Spulen frei habe, weil ich es braucht. Und dann habe ich noch so einen Quickie gesponnen. Und auch abgewickelt. Also nur gesponnen und nichts verzwirnt. Ich freue mich schon aufs Verzwirnen. Das ist alles Merino und umgefärbt und Dings. Ja. Und da habe ich noch eins. Ne? Da habe ich dann noch eins gesponnen. So schaut es aus. Ne? Spule voll. Puh, ja. Und ich habe jetzt wieder eine angefangen, so in dem Dreh. Ne? Weil an so einem Fluffy, da habe ich noch im Kastel liegen und ich hoffe, das geht sich alles aus auf einer Spule jetzt und ich muss da nicht stickeln, weil jetzt reicht es dann auch. Ne? Das werde ich ja brauchen, ich zeige euch dann auch warum und wofür ich das brauche. Das war ein bisschen eine Motivation, wenn man weiß wofür und so. Ja. Dann habe ich das da fertig versponnen, das ist auch noch nicht gezwirnt, das ist nur versponnen. Da werde ich mir allerdings, ach und übrigens, na komme ich gleich dazu, da werde ich mir einen Zwirnball wickeln. Und das ist ein bisschen so eine fade Geschichte, ne? Aber es lohnt sich dann am Ende, weil dieses Quicks beim Navajo-Zwirnen, also alles gleichzeitig machen, ist sehr krass. Ne? Und so kann man es dann entspannt ins Spinnrad einrennen lassen, wenn es einmal gewickelt ist. Und wickeln werde ich es am Abend. Weil ich habe jetzt wieder, ne, mein Programm läuft ja seit Freitag. Ich bin ja wieder im Dschungel daheim für 2 Wochen.
Und da werde ich den Zwirnball wickeln, ne, am Abend, spät am Abend. Und damit ich nicht einschlafe oder vielleicht schlafe ich gerade dann, ne, könnte sein, weiß ich noch nicht. So, und dann habe ich das dann, schaut das alles ein bisschen schief aus, ne, das schief halt. Das dann, endlich fertig, die erste Hälfte. Das ist erst die erste Hälfte, ne. Ja, die andere Hälfte liegt um, unterm Spinnradl, hübsch dekorativ, hingewurschtelt. Und wartet jetzt auch drauf, dass ich es endlich verspinne. Das habe ich halt sehr dünn, ne? Das ist das Problem, ne? Das dauert, das zacht. Zieht sie und zieht sie und zieht sie. So, warum brauche ich jetzt dieses weiße Zeugs unbedingt? Ja, weil ich was Bestimmtes stricken möchte, logisch, ne? Und zwar, die erste Seite, den, das kann man nicht lesen, Maka. Ja, das kann ich nicht lesen. Bibi oder Riri oder Biri oder... Ich weiß nicht. Jetzt nochmal irgendwo... Ah ja, Makariri. Also es sind zwei... Ich zeige es euch, ne? So steht das da. Wenn ihr das lesen, also das habe ich ja schon gesagt, das sind zwei R hinten. Makariri. Bitte. So. Und das schaut aus, wie schaut denn das aus? Ist da kein Pudel dabei, ne? Kein Gescheites, nur so ein halbes. So ein warum da das? Ah ja, blöd, man nicht. So, so schaut es aus. So, wo sind wir? Da sind wir. So schaut es aus. Also da ist viel Weiß drin, sieht man schon. Und also ich finde, das ist blau, es könnte ein paar lila sein und ich weiß nicht. Und ich hätte da so ein blau und dann weiß ich nicht. Also ich werde das mit drei Farben machen, sonst da auch drei. Es sind nicht drei Farben, man sieht das gar nicht so richtig, ne? Dass das eigentlich drei sind. Aber man braucht jedenfalls 438 Meter in, zum Beispiel, wenn man so wie ich macht, in Weiß dann. Ne? Die zwei Dinger da, das sind so um die 380 Meter. Und dann habe ich ja noch das, also da komme ich hin, das hätte ich dann. Dann muss ich schauen, dann brauche ich in Blau, brauche ich oder, ne? Also 275 Meter, die habe ich auch. Und dann brauche ich noch 175 Meter in, ich weiß nicht was. Das sei so. Aber da finde ich glaube ich auch was. Ja. Weiß war jetzt das Problem. Ich habe nicht so viel Weiß und ich möchte es schon so machen wie auf diesen Bütteln da. Ne? Also gefällt mir so die Farbkombi ganz gut. Ja, das würde ich gerne machen. Und dann habe ich mir noch was hergenommen, das habe ich gezwirnt. Ich habe mir gedacht, geh, jetzt komm, jetzt machst du dem da einmal ein End. Machst du es einmal fertig, dass was weitergeht, das ist ja ein Witz, ne? Liegt nur im Kastel um und um. Jetzt knurrt man da morgen, ich hoffe, das hört man nicht. Darf das was sein, so viel gefressen? Jetzt knurrt man da morgen. War richtiges Knurren, ne? Nicht krummeln, knurren da, wie wenn ein Schulter leer war. Also, das ist ja Witz, echt. Frisst gleich mein Kropfen da. Ja, also ich habe gezwirnt. Das war eine sehr hakelige Geschichte. Das war auf der Klopapierrolle, das habe ich jetzt einmal abgewickelt, sehr vorsichtig abgewickelt. Wie rohe Eier war das, ne? Also ist mir einmal ist mir gerissen, nur einmal. Eher Klick, nur einmal. Und beim Zwirnen auch ganz vorsichtig, vorsichtig gezwirnt. Und weil jetzt, wo es zwirnt ist, jetzt denke ich, jetzt müsst ihr es halten. Ne? Das ist die Baumwolle. Die Baumwolle, die ich im Sommer auf meiner Takli gesponnen habe. Und ich mir gedacht, das ist eh nicht so viel, gell? Das verzwirnst du einmal jetzt so auf die Gache und jetzt ist auch die Spule fast voll, ne? Also so wenig war es dann gar nicht. Ja, da ist auch noch der ganze Dreck drin, den ich mit rein versponnen habe. Und das müssen die eigentlich alles rauszupfen. So. Gewaschen geht es auch. Wobei waschen ist da ja nicht so. Das tut man ja zu einem Cake. Und dann tut man den Cake ins kochende Wasser rein und lässt den da für eine Stunde oder so. Ich vergiss eh. Ist eh nicht das Problem. Das passt schon. Das kriege ich hin. Und dann lassen wir das so im kochenden Wasser länger. Grauslich, he? Grauslich eigentlich. Aber
Ja, wahrscheinlich braucht es die Baumwolle. Also die Shanti Manu hat das so gezeigt im Video. Ja, wird das auch so machen. Ganz viel Dreck ist da drin. Das ist eine Freude, ne? Bei einem Schaf jetzt sagen, da ist Stroh drin. Aber das ist, kann ja nicht. Also Baumwolle liegt. Jetzt hängt es mir am Pullover. Na super, der Trick. Ja. Also, ich schätze mal, 70 Gramm werden schon sein, was ich da schon versponnen habe. Ne? Ja, eh nicht so schlecht. Eh? Geht eh nicht. Bin noch immer nicht durch Leideln. Hätte mir so Geduld haben da mit mir. Wieder ein bisschen am Spickzettel schauen. Aber ich habe ihn noch nicht einmal umbladelt. Das zeige ich euch mal. Ne? Ich habe das geknickelt da und da geht es weiter. Und ich bin da aber noch nicht. Ne? Nur dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Ich habe was Neues angefangen. Wenn wir nicht Kinder beherrschen, habe ich was Neues angefangen. Und das wird sich ein bisschen zahn, weil da muss ich mir, glaube ich, erst was noch überhaupt spinnen von da oben, was passt, weil von unten habe ich schon geschaut, da passt nichts. Also entweder habe ich zu viel Lauflänge da herumliegen oder es ist gescheckert. Es passt nichts. Ne? Ich habe es angefangen. Ich habe es angefangen und war voll am Holzweg unterwegs. Ja. Zeig es euch gleich, aber das habe ich sogar noch. So, nehmen wir das da. Das ist auch wieder vom Herrn West. War schon lange auf meiner Liste. Und auch so total schräges Teil, ne? Also von der Form her und überhaupt. Und das ist das Lumpy Space. Ich sage jetzt Lumpy Space. Oder soll ich sagen Lumpy Space? Ich weiß nicht, ne? So schreibt man so. Und da tut man, hat man halt da so in der Mitte, ne? In der Mitte hat man so ein Quadrat hat man da. So. Ja, und ich schaue mir das so an. Was brauche ich da? Lauflänge, also wie viele Farben? 4, okay. Lauflänge, was müssen die haben? Schaue ich so, ne? Weil ich muss ja schauen, habe ich da was passen da. So, habe ich was? Naja. Farbe A braucht 96 Meter. Nicht so schwer sein, ne? Da findest du ja was. Also Farbe A haben wir doch gut. Farbe A, das ist das da in der Mitte. Ne? Was nimmst du da? Haben wir doch, nimmst das. Für in der Mitte. Dann hast du da Farbe B, brauchst 160 Meter. Ja, oh ja, ne? Haben wir doch, ne? Ich meine, Steven West und schräg muss sowieso werden, nimmst das. Das ist dann wahrscheinlich mehr so das drumherum. Und auf jeden Fall ist der Rand, das habe ich rausgefunden, es ist auf jeden Fall das Abketten-Ding. Ja, passt, machen wir. Ja, und dann habe ich das angefangen. Und eh schon so noch drei Reihen haben wir gedacht, das ist nicht das Quadrat da in der Mitte. Das wird nicht ein Quadrat. Und das ist so, dass man dann also in der dritten Reihe schon die zweite Farbe auch verwendet. Die zweite Farbe. Nee, also die zweite Farbe. Ne? Ja. Ja. So, ich habe jetzt einen Teil fertig. Und dieser eine Teil ist halt jetzt gelb und blau gestraft. Das ist halt jetzt so, ne? Ja. Und dann habe ich ja schon so lachen müssen, weil die Susanne von Verstrickung, es ist ja ein bisschen unheimlich war das schon die Wochen jetzt. Ah, die letzten Tag. Die Susanne von Verstrickung, die strickt auch ein West, aber nicht das. Aber es schaut auch so aus, ne? Es fängt auch so an, dieses W, glaube ich, strickt das. Heißt auch so, W. Ich glaube, das ist das. Auch von ihr. Und das ist halt genau dasselbe Teil. Ne? Ich glaube, sie muss es ein bisschen länger machen. Ich muss es halt dafür zweimal machen. Ne? Also ich habe jetzt das ist fertig und das muss ich jetzt genau noch einmal machen. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Dann geht einmal gar nichts weiter, weil ich nämlich nichts Passendes habe. Ne? Also das ist jetzt nicht mein Quadrat in der Mitte, sondern also das ist jetzt, um genau zu sein, wo ist jetzt wieder das Büro? Nein, das ist das. Das ist das da, ne? Das sind diese, das ist das, was um das Quadrat herum ist. Das hilft dann weiter, ne? Ja. Dann habe ich so ein riesen Problem gehabt. Das ist unglaublich, sage ich. Also, man strickt das mit Nadelgröße 3,75 laut Anleitung.
Ich gleich so in Panik. Volle Panik, weil 3,75er Nadeln, die heuer, die hängen da auf meinen anderen Steven West drauf und dann mach. Na, Blödsinn, nicht am Steven West. Am Hauberl waren die drauf. Das Hauberl habe ich damit gestrickt. Mit 3,75. Und noch, ach, jetzt muss ich das Hauberl fertig machen, damit ich die blöden Nadeln habe. Das gibt's doch nicht, ne? Und dann ist mir eingefallen, na, ich habe ja nur die Zing in 3,75, ne? Gott sei Dank. So, dann stricke ich das da, fange das so aus, stricke das und dann steht da Teil 1 und wenn du das hast, tust du das auf Waste, ja, ne? Auf so einen Faden. Dabei stilllegen machen. Das will ich mir. Sind wir so fad nachher wieder anfädeln. Aber was nutzt? Ich habe ja jetzt nur den, ne? Habe das Hauberl halt fertig gemacht. Jetzt habe ich das Hauberl fertig gemacht. Jetzt habe ich die anderen 3,75er frei und kann den anderen da auch noch machen. So ein Klick, ne? So ein Klick. Früher. Früher. Gar nicht so viel früher. Bisschen früher. Hatte ich keine einzige Nadel in Größe 3,75. So was habe ich jahrelang überhaupt nicht besessen. Nicht braucht, weil man nicht gesehen habe, das ist gestrickt mit 3,75, bin ich hergegangen und habe 4er Nadeln genommen. Verdammt noch einmal, ne? Weil, müsst mich doch nicht frutzeln. Aber nicht, dass ihr glaubt, ne? Dass ich mir gedacht habe, ja, was wurscht, dann nehme ich die 4er Nadeln. Nein, Panik, weil meine 3,75er Nadeln sind ja besetzt, ne? So. Man wird so blöd irgendwie, war es auch nicht. So unflexibel und blöd irgendwie. Nettig, blöd. Heute darf ich einen Zettel umdrehen. Ah, aber das ist gar nicht mehr so schlimm. Nein, ist gar nicht mehr so schlimm. Jetzt habe ich euch vielleicht Angst gemacht, aber so schlimm ist gar nicht mehr, weil das Gesponnene fällt ja schon weg. Das habe ich ja schon gemacht. Das steht auf der anderen Seite, das habe ich ja schon gemacht. Das zweite Unheimliche war, das war richtig unheimlich. Also ich höre ja genau nur zwei deutsche Audio-Podcasts, wo so Strickthema haben oder ich sage da jetzt, ja, ist ja wurscht. Also, um es beim Namen zu nennen, ich höre die Kaschne mit Neues aus der Anstalt. Und dann höre ich die Susanne mit Susanne macht Sachen, wobei Susanne macht Sachen nicht so unbedingt das Handarbeitsthema jetzt immer nur so ist, ne? Aber wurscht. Ja, und die Susanne macht Sachen habe ich gehört vor einer Woche, ehre schwöre vor einer Woche. Und da hat sie erzählt, dass sie jetzt eine Decke häkelt. Und zwar heißt die Sophie's Universe. Ja, das war mir ein Begriff, da gibt es auch auf Facebook eine Gruppe oder so, ich weiß nicht. Also eine Zeit lang hat man überall diese Sophie's Universe Decken um die Ohren gehauen gekriegt. Und sie ist auch schön, ne? Sie ist ja wunderschön, ne? Aber gehäkelt halt. So, dann höre ich mir das so an und dann schwärmt sie so und ja. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich habe ja auch so ein Deckenprojekt, ne? Ich habe ja gesponnen für die Decke und war das halt auch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit war das. Habe ich ernsthaft überlegt. Habe das angeschaut im Internet, wie man das halt so macht. Ne? Dann habe ich mir das bei den anderen angeschaut, wie die das so gemacht haben und Farben und Dings und ja. Und dann am Wochenende habe ich gesehen, Seidenraupe, die aktuelle Folge von der Frieda. Und was erzählt sie da? Worüber spricht sie da? Über die Decke, die sie da häkeln möchte, nämlich Sophie's Universe. Und ich habe mir gedacht, findet da irgendeine Art von Gedankenübertragung zwischen den YouTubern statt? Oder was genau ist das? Ne? Also die eine erzählt, die andere erzählt. Ich denke mir schon, oh, ja, ne, mache ich aber jetzt nicht. Ne. Nein. Nein, ich mach's nicht. Ich häkel das Ding nicht. Es ist schön zum Anschauen, aber nein, ich häkel's nicht. Ich finde mir irgendwas anderes. Am Polster zum Beispiel. Ja. Ja, so weit bin ich jetzt schon, dass ich mir gedacht habe, ich mache am Polster. Mehrere. Zwei, drei. Ich habe so schiere, richtig schiere Zierpolster. Also so, die sind hellgrün. Noch heller als hellgrün, weil schon so ausgewaschen, dass sie eigentlich schon fast weiß sind.
Davon habe ich 2 Stück, die sind quadratisch und die habe ich in meinem Bett und die sind so praktisch so als Lesepolster für Nacken und dass du ein bisschen hecher liegst. Aber schier sind sie halt, ne? Dann haben wir gedacht, die könnten sie ja eigentlich vertragen, dass ich da so einen Überzug häkel, strick. Habe jetzt häkeln gesagt? Puh. Nein. Stricke. Wenn, dann stricke ich denen einen Überzug. Aus der. Das ist da oben. Ne? Habe ich im Sommer bei der Tour de Vlies gesponnen. Lauter so bunte, also nicht bunte, sind jedes für sich einfärbig, aber viele verschiedene Farben habe ich da. Oder doch die Decke, oder die Pölster, oder. Ja. Ich weiß nicht. Ja, und das zweite Unheimliche war halt dann die Susanne, ne, die da genau dieses Teil zeigt. Also. Echt unheimlich, richtig unheimlich. Ja, noch was zum Spinnen, ein Nachtrag. Ich habe auch noch, das klatsche ich euch hinten dran, weil sonst muss ich auch wieder da die Stühle finden, wo ich das gelabert habe. Und das ist halt eh so lang und so fad. Ne. Also das mache ich im Anschluss und ich habe es auf Facebook und ich habe es auf Instagram auch. Also ich habe auf meinem Antikrad weitergesponnen an dem Merino-Kammzug und nicht mehr viel da. Ist was weitergegangen. Und ist auch gut gegangen und hat auch Spaß gemacht. Ne? Habe ich mir währenddessen die Mundschere angeschaut. Und die Mundschere, die hat ja nur so antike Vorradeln, wollte ich jetzt auch noch sagen. So antike Spinnräder. Und da hat es gut reingepasst eigentlich gerade. Und während so der letzten Folge von Mundschere habe ich weiter gesponnen. Ja, das war ganz cool eigentlich so. War eigentlich so ein bisschen ein Highlight die Woche, ne? Weil da habe ich dann, also es zieht ja wie Sau, das Spinnradl, das ist ja, es ist auch relativ, es schaut nicht so leicht aus, wie es ist, also vom Gewicht her jetzt, ne? Also es schaut echt massiver aus und schwerer als was ist, aber es rutscht halt verdammt dumm während dem Spinnen, weil man kämpft. Ja. Also, das zieht eh schon ganz locker, die depperten Antriebsfäden. Aber es zieht wie Sau. Und da muss man immer gegenhalten. Ne? Also ich muss immer, darf es nicht so ziehen lassen. Und ja, aber an das gewinnt man sich irgendwie. Und ich habe dann sogar so gegen Ende, so die letzten 10 Minuten, habe ich dann angefangen, immer langen Auszug zu spinnen, wo es ja gar nicht geht. Nein, es geht ja überhaupt nicht auf einem zweifädigen Spinnrad. Könnt ihr mal googeln. Das ist das Erste, was drüber stolpert, dass das nicht funktioniert. Ich kann es. Fällt mir da nichts, ne? Ist mir eigentlich wurscht, ob man das kann oder nicht kann, aber es geht. Ich sicher, dass es geht. Also, warum soll es auch nicht gehen? Ja, wurscht. So, dann bleibt uns noch zu guter Letzt für die, die es ausgehalten haben da heute, das Sternkissen. Jetzt muss ich echt ein bisschen Gas geben da jetzt, ne? Sonst wird euch ja fad. Das Sternkissen besteht jetzt aus 2 Fünfecken. Mit exakt derselben Maschenanzahl. So. Und da ist eine Frage auftaucht. Muss ich schauen, ist das Falsche? Und da bin ich froh, weil ich habe es noch nicht. Ich wollte schon und dann ist der Kommentar gekommen. Ob ich zeigen kann, ja, da bin ich ja auch gestanden. Da ist gestanden, kannst du zeigen, wie du den Faden, ist ja wurscht, verstichst. Und ich habe mir gedacht, was tue ich? Also jetzt spezifisch beim Sternkissen. Was mache ich mit den Fäden? Verstechen? Also ich kannte diesen, also ich weiß schon, ihr meint damit vernähen. Also manche Leute auf der Welt meinen damit vernähen. Bei mir heißt es eben vernähen. Und das macht man üblicherweise mit so einer Stopfnadel. Und ja, dann zeige ich euch heute halt das einmal, weil ich habe es ja noch nicht. Gerade noch die Kurven kriegt. Na, wollte ich schon von einem blöden Faden, kam dieser Kommentar. So. Also wie man den einfädelt in so eine Stopfnadel, das könnt ihr euch ja vielleicht noch vorstellen. Das wird es nicht da in die Kamera halten. Ne? So, und dann, ich werde es nicht glauben, mache ich das tatsächlich auf der Vorderseite. Da, Faden, da Loch, das ist die rechts gestrickte Seite. Ne? Und dann mache ich da
Rarurig, Zaubertrick. Wenn es fürs Display halt, hat es keinen Sinn. Ne? Für die Linsen war das gut. Aber ich muss jetzt ein bisschen aufs Display schauen. Also nicht auf euch, sondern aufs Display sonst und auf das, was ich da mache. Also ich fädel das einfach durch diese Anschlagsmaschen da. So, die Schlaufen, die da sind halt. Einfach. Sind wir durch. Nicht wie. Das ist blöd so. So durch. Ne? Also ich tue das eigentlich an. Noch einen anderen, so auf die Nadel aufwedeln. Sind wir halt wieder mal durch da. Und dann diese Maschenglieder halt, ne? Die da sind, der Zeit ist so durch. Durchgefädelt, Faden durch. Und dann, wie bei einem End von einer Haube. Oder wenn man beim Socken die letzten vier Maschen zusammenzieht, bei der Spitze, wenn man die Spitzen so macht und dann, habt ihr das gesehen? Weg ist das Loch. So, und dann tue ich das da einstechen auf die andere Seitenzahn, ne? So, und dann tue ich das da innen irgendwie, wirklich irgendwie um diese Schlaufen, die da halt so innen sind, ne? Diese von den linken Maschen, dann so Schlaufen, da tue ich das so durch und durch, irgendwie so rund um das Loch herum. Es ist wurscht, das ist innen, das ist die Innenseite vom Kissen, das sieht kein Mensch nie wieder. Völlig egal, wie das da ausschaut, einfach so durch und dann macht da einmal so, zweimal durch eins und verkehrt wieder raus. Durch die Schlaufen da hinten wieder durch. So, fertig. Der Faden ist vernaht. Punkt. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, warum ich das bei dem Punkt da jetzt habe gut sein lassen, und jetzt kann ich es endlich weiter stricken, ne? Jetzt, wo ich es euch gezeigt habe, ist. Wie kommen die zwei da zusammen? Das ist ganz einfach. Also da haben wir ja einen, so einen. Da den ersten Teil, da haben wir einen Faden abgeschnitten und dann haben wir einen zweiten Teil gemacht. Und jetzt tun wir das legen mit der schieren Seite auf die schiere Seite, damit die schönen Seiten, so wie der Polster nachher ausschaut, ne, außen sind. So. Und jetzt, mir sei ich wurscht, ob ihr das auf einer Rundstricknadel habt oder auf einem Faden. Tut man jedes Segment da rein noch, erst das erste, dann das zweite, abstricken. Ne? Also man tut das dann, die 51 Maschen auf der einen Seite strickt man und die 51 auf der anderen. Ich mache das so. Ich lasse die Rundstricknadel drin und da habe ich den Arbeitsfaden, da habe ich aufgehört, da kann ich auch gleich weitermachen. Man muss ja auch nicht das Leben schwer machen. Macht man nicht anschneiden. Kann man weitermachen. Und dann fange ich gleich an mit der ersten Abnahme für die Spitze. Wie die geht, das wisst ihr ja hoffentlich eh aus der Anleitung. Dann muss man halt wie beim Socken auch bei der Spitze von die Abnahme machen. So. Und dann mache ich das erste, also die 51 Maschen, die dann nur noch 49 sind, weil ich ja auf jeder Seite eine Maschen abnehme. Stricke ich mal ab. Die stricke ich jetzt einfach einmal da fertig ab und dann mache ich aber noch so einen Rundblick, ob ich nicht, ne, so auf unauffällig und auf meinen Zettel und ja, ich schaue jetzt auf Netflix gerade Call the Midwife. Was für Mädels. Es ist einfach was für Mädels. Es ist einfach schön. Ja, ist einfach schön. Da geht es um Hebammen und Kinderkriegen und so. Und das Ganze in die Ende der 50er Jahre. Ende der 1950er Jahre spielt das. Ja, was für Mädchen halt, ne? So. Bin schon am Ende, ja. Also entweder man lässt sich auch die Marker drin, das mache ich nicht, oder man muss halt genau schauen, wo das ist. Oder man zählt halt dann die Maschen ab. Ne? So, jetzt war der da verkehrt. Ich kann natürlich die Nadel nehmen, das mache ich nicht, weil ich diesen Anfangsfaden, also jetzt beim vierten weiß ich schon, ne? Es hat einen Grund, warum ich diesen Endfaden hier auf der Seite haben will. Weil nachher zwischen die Spitzen Löcher sind und damit ich wirklich zwischen jeder Spitze so einen Faden habe, war es gut, der ist da. Sonst habe ich auf dem ein Loch keinen Faden. Glaubt es mir einfach, es ist das vierte, mittlerweile weiß ich auch dies. So, und da fädle ich jetzt um.
Da mache ich auch keine große Wissenschaft draus. Ich zähle einmal 25 Maschen runter. Jetzt könnt ihr euch mal erholen von meinem Gequatsch. So, und dann nehme ich die nächste Nadel, weil das da immer. Ja, was ist denn jetzt schon wieder runtergeflogen? Das gibt es ja nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, mir geht auch nichts an gerade. Aber gut, irgendwas. Jo. So, die restlichen. Die habe ich jetzt nicht gezählt. Jetzt muss ich nachher schauen, wo ich bin. Ne? Kann ich nicht mitzählen. Macht ja nichts. Ist ja wurscht. Wenn man es umdreht, sieht man es besser. Gut, das sind die Maschen, die ich jetzt brauche, tue auf die zwei Dinger da vom Nadelspiel. Die spielen immer mit. Und jetzt, also immer noch schiere Seiten auf schiere Seiten, sagt man ja so. Und weiter geht's. Dann, ne, mit der nächsten Nadel sozusagen muss man jetzt so zurechtlegen und dann zack, eine rechts und schon hängt es drauf und die Abnahme nicht vergessen, gleich die erste. Und weiter geht's. Ja, na super. Bin noch immer nicht fertig. Als ob du nicht willst, dass ich reinplatz. Ja, so extra so lang. Gott, extra. Sonst, wenn die Kamera aus ist, sagst du mir mal danke. Jetzt ist mein Video spannend. Kein Geschenk. Bitte, danke. Soll ich das Licht abdrehen? Nein, nicht das Licht abdrehen. So. Okay, habe ich es. Zweite Nadel. Derer Seiten da. Und am Ende die Abnahme nicht vergessen. Ne? Dann habt ihr das auch gesehen. Und ich glaube, mehr muss ich dann nicht zeigen zum Sternkissen. Das ist ja eh. Ne? Also man macht immer eine Runde Abnahme, eine Runde nicht, eine Runde Abnahme und eine Runde nicht. So. Abnahme, zack, fertig. Ich mache das dann so, damit es mir nicht im Weg umgeht. Und ich gehe dann her und mache den Faden hier an diesen Arbeitsfaden dran, knote ich einfach, scheißegal, wie gesagt, das innen, völlig wurscht, dann halt der, so, tut euch halt nicht irritieren lassen von den Rundstricknadeln, die drin hängen habt, auch wenn es auf Nerven gingen. So, und jetzt, ich stricke das, also die Spitzen, stricke ich auf vier Nadeln, weil das reicht mir. Faden gestichtet, Rundstricknadeln alle weg und dann hat man drei Nadeln da oben, sieht man das? Eins, die hängen blöd um und um da, ne? Die eins, zwei und eine habe ich in der Hand, da stricke ich jetzt weiter, da wird jetzt auch so zur Runde geschlossen, am anderen Ende. Und dann geht es heiter weiter. Ne? Also jetzt habe ich eine Runde ohne Abnahmen, einfach nur rechts in der Runde und in der nächsten Runde habe ich dann wieder die Abnahmen immer am Anfang und am Ende von der Seite, wo ich gerade bin. Seite, in dem Fall Seite von der Spitze, ne? Damit es da so wird. Jo, das ist also mein viertes Sternkissen. Und gleichzeitig mein UFO für den UFO-Monat Jänner. Das soll sich ausgehen, dann habe ich den UFO-Monat auch erfolgreich runtergebogen. Und natürlich möchte ich ein handgesponnenes Sternkissen haben. Logisch, ne? Jetzt habe ich auch schon Ausschau gehalten da hinten im Regal, was da so sich anbieten würde. Und da hätte ich auch was gefunden. Aber das sind 599 Meter. Das heißt,
Knur, primär, aber halt auch dünner als so Dings. Also habe ich mir gedacht, ich mache es mit zweier Nadeln. Das stricke ich ja auf 2,5er Nadeln. Das wurde ich auch gefragt. Ich stricke das auf 2,5er Nadeln. Und das wollte ich jetzt noch sagen. Ja, genau, dann stricke ich das andere auf 2er Nadeln und höre nicht bei 51 Maschen auf pro 5 Eckseiten, sondern mache halt mehr, ne, bis ich halt die Gräs habe. Ich habe ja auch 200 Meter mehr. Also kann das ja nicht so das Problem sein. Und das jetzt werden, ne? Das würde ich schon geil finden mit dem. Weil als Durch wird es mir nicht passen. Aber Polster, Stärkissen, hat es gute Chancen. Das ist ein Kamel mit irgendwas, kann ich noch schauen. Merino Kamel. 50-50. Weich. Kuschelig. Knallig. Schön. Meins. Spunnen. Ja, jetzt reicht's noch. Jetzt ist genug. Baba und falls nicht.